Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wettervideo heute am 11.11.2023. Ja, es ist noch früh am Morgen, 7 Uhr und 12 Minuten und wir haben schätzungsweise jetzt hier so 23 Grad. Ja, das Wetter unterwegs und ich bin beim Fahren ja aufmerksam geworden auf die Wolkenbilder und die Wolkenfelder, die wir wieder haben. Und deswegen schauen wir jetzt mal hier Richtung Dünen am Rio Palace vorbei. Und riskieren mal einen Blick hier über die Dünen. Gestern war es ja richtig extrem windig im Playa. In Maspalomas war es fast windstill. Ja, nochmals recht herzlichen Dank an alle Gäste. Faro gestern war ja wieder ein sehr unterhaltsames und nettes Publikum. War sehr schön und hat wieder viel Spaß gemacht. So, und jetzt genießen wir erstmal hier den Durchgang, die Ruhe. Da sind einige Leute unterwegs, die wollen den Sonnenaufgang erleben, sehen. Aber wie gesagt, mit dem Wolkenband ist es immer so eine Sache. 3. bis 10. Gran Canaria Bike Week und 19. November der Marathon. Ja, hier der direkte Weg durch die Dünen, der markierte Weg, das sind drei Farben, drei Wege und man kann da gar nichts verkehrt machen. Ja, das Ganze mal von der anderen Seite. Aber ich sehe da auch Wellen am Strand hier, wenn ich hier rüber schaue, jetzt in Maspalomas. Oder ist das irgendwas auf dem Wasser? Nee, das ist ein Boot, was da fährt. Ja, ein wunderschöner Blick jetzt hier über die Dünen. So, und jetzt sehen wir doch vielleicht noch ein bisschen Sonne.
Ja, gestern auch wieder der Haupttenor, die Hauptfragen. Es ging ums Urlaub machen, Langzeiturlaub, was viele sich überlegt haben, länger mal Urlaub zu machen und wo man sich dahin wenden kann. Also das ist eigentlich nur über die offiziellen Stellen möglich, das heißt die Reiseportale und dann eben Anfragen Langzeiturlaub und die Zeit dann sozusagen vorgeben. Einige Häuser bieten das auch an. So, und jetzt haben wir aber hier gerade verspätet ein bisschen Sonnenaufgang hier am Strand von Maspalomas, von Playa de Ingles. Ihr seht doch, die Wolken ziehen. Das eine Wolkenband oben drüber, das zieht sehr schnell von links hier nach rechts. Und jetzt haben wir den kleinen Sonnenaufgang hier. Ja, ganz funktioniert es nicht, aber jetzt gibt die Wolke die Sonne ein bisschen frei. Heute ist ja auch der Umzug von der Winter Pride durch Playa de Ingles. An einigen Stellen stehen schon die Absperrungen für die kurzzeitigen Straßensperrungen. Aber wir bleiben jetzt doch noch dabei. Ja, das war's dann für den Moment. Ich bin ja ein bisschen früher raus heute. Wir haben ja noch was vor. Wir wollen am 11.11. um 11.11 Uhr am Strand sein. Sind so lose verabredet. Ja, und da sieht man wieder die Spiegelung im Glas vom Hotel. Es dürfte das Oasis sein oder das Faro, kann ich von hier jetzt nicht so erkennen. So, und dann gibt es auch die Jogger, die durch die Dünen auf den markierten Wegen so sicher joggen. Das ist, nein, der nicht, der geht stiften, der geht da einfach woanders lang. So, wieder zurück den gleichen Weg, weil es eben schöner ist, hier durchs Hotel zu laufen. Ja, und nochmals, wenn jemand schon die neue Pocket 3 hat, die Insta Pocket 3, und hat da Erfahrungen, dann kann der gerne berichten. Ein bisschen Wind kommt jetzt hier auf. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Wetter unterwegs. Auf der Herfahrt ist mir aufgefallen, da sind die letzten Nachtschwärmer unterwegs gewesen vom Jumbo-Zentrum.
So, ersten Gäste checken aus. Nein, ich kann auch nicht sagen, dass es hier nach frischem Kaffee riecht. Nein. Ja, und der Sand, der muss weg. Der Sand und der Wind hier. Die Rio-Katze auch wieder da. Noch ein bisschen verschlafen. Ja, einkommen und gehen. So, und hier der Blick auf die oder in die Berge hier, da ist Sonne da oben. Ein Warrior Race, 25. 26. November. Ein Hindernislauf, registrieren kann man sich da, Maspalomas, 25. 26. November. Gut, haben wir das auch gesehen. So, und jetzt baue ich ein bisschen auf und dann geht es noch ein bisschen unterwegs. Wetter unterwegs. Jetzt müsste alles passen. Mikro, Kameraeinstellung. So, und jetzt fahren wir ganz gemütlich mal Richtung Jumbo-Zentrum. Ab 11 Uhr wird hier gesperrt, die Straße, sehe ich gerade. Aber die parkenden Autos können bleiben, die müssen nicht weg. Ab und zu macht man an die Absperrungen schon den Hinweis hin. Mal schauen, ob das auch hier der Fall ist. Samstag. Den 11. November von 9 bis 19 Uhr heißt es hier. Eigentlich ist da Parkverbot, aber vielleicht müssen die Autos doch noch weg, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall stehen hier schon viel, viel weniger Autos. Also da müssen die höchstwahrscheinlich doch noch weg. Auf beiden Seiten ist Parkverbot. Gut, wir werden es sehen. Ja, doch, ist schon hier auch einige Polizei unterwegs.
So, hier ist auch Absperrungsgitter. Ja, das schaut mir gerade so aus, als ob die letzten gehen und die ersten kommen. So, die Sonne kommt durch, die Sonne kommt raus. Ja, an der Bushaltestelle da drüben auch. Überall sitzen sie ein bisschen müde sehen sie aus. Ja, und hier baut man schon die ersten Straßensperren auf. Ich habe mir das jetzt ein bisschen hier angesehen. Also die sind dabei, wohl jetzt die wichtigen Straßen schon mal vorzubereiten für die Absperrung. Im Moment ist es noch offen. Aber die Vorbereitungen laufen. So, wir fahren noch ein bisschen. So, wir fahren jetzt Richtung Zentrum Playa. So, das Wetter, ihr seht, die Sonne kommt jetzt gerade raus. Ja, heute kann man alles haben. Heute kann man den Karneval, den Fasching haben und dann auch eben den Umzug von der Winter Pride. Das ist ja nicht der Karneval von Maspalomas, den
wir heute Vormittag sehen werden. Nein, das ist was anderes. Ja, hier vorbei am... Oh, hier steht schon Feliz Navidad, das kann doch nicht möglich sein, hier am Waikiki. Ja, die Sonne, das ist jetzt ein bisschen schlecht vielleicht, aber ich kann es im Moment nicht ändern. So, und der Wochenmarkt ist auch noch. Ja, das sind ja wieder Veranstaltungen. Hier kommt der 30er, der fährt direkt Campo de Golf direkt nach Las Palmas. Und der 52er, der fährt zum Faro 2. Also nicht zum Shopping Center, sondern zum Leuchtturm. Aber er fährt auch am Faro 2 vorbei. So, wir fahren dann doch noch mal Richtung Wasser, wenn es so schön ist. Schauen wir uns das noch mal an. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, und wenn ich hier vorbeifahre, muss ich immer an den Ralf denken. Suites Hotel Playa de Inglés, der wird da auch bald wieder sein. So, und jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann geht's runter zum Wasser. Man hat ja seine Erfahrungen hier. So, jetzt ist wieder ohne das Mikro. Die Tonqualität ist ein bisschen anders, aber beim Fahren geht es eben nicht. Ohne. So, und jetzt schaut euch an, hier sind schon wieder richtige Wellen. Hier ist schon wieder auf dem Wasser Wind angesagt. Oh, sind da Wellen an der Punta de Maspalomas. Tja, sieht das schön aus. Das ist auch wieder so eine Postkarte hier. Ja, das ist die andere Richtung, da kommt mir jetzt der Wind genau entgegen, aber es ist immer noch im Rahmen. Um 11.52 Uhr ist Hochwasser, also wir haben zulaufendes Wasser und um 18.04 Uhr ist Niedrigwasser. Für diejenigen, die jetzt Strand wandern wollen. Ja, das war schon jetzt wieder viel zu sehen heute Morgen.
so sieht es hier aus am frühen Morgen. Jetzt kommt der Wind auf, jetzt wird es noch, ihr seht es jetzt auch hier an den Bäumen. So, nochmal hier der Blick auf die aufgehende Sonne. Ist ja noch fast Sonnenaufgang. Mal schauen, ob ich das Foto finde von dem Sonnenaufgang hier mit den Bäumen. Das war ein richtig schönes Schauspiel. Da habe ich ein Foto gemacht. Das will ich als Titelfoto nehmen. Ja, auch hier ist schon was unterwegs. Die Menschen sitzen nicht alle auf den Balkonen oder beim Frühstück, nein. Ja, das ist doch ein traumhafter Blick jetzt hier, oder? Das kann doch keiner toppen. So, und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, sagt man. Ja, ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle hasta luego, macht's gut, das war das Wetter unterwegs. Und wir sehen uns vielleicht gleich oder bald wieder am Strand von Maspalomas. So, wir sind hier. Erste Strandreihe, da vorne ist die Avenida Niedermadrid und ein Stückchen weiter vorne, da ist der Wochenmarkt, der Verlegte aus San Fernando. So, ich sage jetzt hasta luego.